Willkommen zurück zu meinem Let's Play Victoria 2 mit Österreich. Gehen wir gleich voll ins Geschehen rein. Das letzte Mal bin ich mehr oder weniger eingeschlafen währenddessen. Das werde ich heute wahrscheinlich auch tun. Ich bin hundemüde eigentlich. Warum spiele ich dann noch? Naja, wurscht. Ich habe mir gerade mein Land ein wenig angeschaut. Wir haben eine relativ schöne Assimilierung in den Kolonien, in den Kronländern selbst. Bleiben die Leute gern so, wie sie sind. Das heißt, wirklich viele Österreicher schaffen wir da nicht. Ach weh. Ach ja, das. Das habe ich letztens schon bemerkt, was unangenehm war. Das sind solche Kröten. Vielleicht könnten wir einen Botschafter ausweisen. Ich glaube, das werden wir tun. Gebildete Unteroffiziere. Das ist ja fast so wie flauschige Stachelschweine. Wie schon gesagt, unser Ziel ist es eigentlich nur noch irgendwelche starken Gebiete zu erobern, dass wir insgesamt Erster bleiben. Gut, das glaube ich, wird uns sowieso keiner mehr nehmen. Eine internationale Spannung. Okay, Italien unterstützt wieder die Osmanen. Ja, wir werden die Griechen unterstützen. Wir sind jetzt einmal so frank und frei. Und machen das glatt. Ja, diesmal gibt es aber viele Leute, die da mitmachen könnten. Frankreich ist auf unserer Seite, das finde ich auch gut. Deutschland ist nicht auf unserer Seite. Russland ist auf unserer Seite. Die, gegen die ich gerade den Krieg geführt habe, sind auf unserer Seite. Das ist kein gutes Zeichen. Großbritannien wäre schön, wenn die noch ganz auf unserer Seite wären. Deutschland auf unsere Seite bringen. Vielleicht mit einem Bündnis. Aber Deutschland wird kein Bündnis mit uns eingehen. Großbritannien hat schon ein Bündnis und macht trotzdem nicht mit uns gemeinsame Sache. Schauen wir mal, wenn wir es gleich anbieten, bevor noch irgendjemand anderer sich dazu entschlossen hat, was zu tun. Vielleicht haben wir ja Glück. Oh, wir hatten Glück. Sehr gut. Also unser erstes Ziel haben wir mal erreicht. Wir haben Griechenland genauso groß, wie es eigentlich sein sollte. Also so wie das moderne Griechenland ist. Na, schau an. Wir haben die Osmanen wieder etwas verkleinert. Wir haben Italien gedemütigt damit. Die Osmanen werden noch weiter zerfallen. Als nächstes wird sich Serbien größer machen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das mag, dass Serbien größer wird. Die werden dann versuchen, von mir auch was zu kriegen. Für ein unabhängiges Serbien oder für ein unabhängigeres Serbien bin ich eigentlich nicht. Aber Bulgarien zum Beispiel wäre okay.
Oh, außerdem stimmt das gar nicht. Ha, wir haben Griechenland noch nicht ganz richtig. Das da brauchen sie auch noch. Ist okay. Na gut. So, schauen wir mal, welche Reformen können wir machen. Wir können solche Staatsreformen machen. Wir könnten das Proportionalwahlrecht einführen. Was würde das bringen? Nein. Es ist eine verhältnismäßige Bevölkerungsbasiert. Bringt das zusätzliche Einwanderer? Jo. Oh, nein, 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 nein. Wir wollen die Ernennung behalten. Das bringt keine zusätzlichen Einwanderer. Beziehungsweise keine Verlust an Auswanderern, sagen wir es mal so. Nehmen wir öffentliche Wahl, was soll's. Das klingt gut. Und wir haben die Verhaltensforschung, das ist auch gut. Damit können wir jetzt Massenwerbung erforschen. Und nationales Rundfunkgesetz, das heißt, wir könnten Radios bauen. So, sollen wir die soziale Verschwindung auch noch machen? Weiß noch nicht so genau. Wir könnten den indirekten Artilleriebeschuss noch nehmen. Artillerie wird dadurch stärker. Fangen wir mal an. So, schauen wir mal. Ah, wir schenken wieder Baumwolle her. Das passt schon. Wir werden den Botschafter ausweisen von den Deutschen einfach und aus. Sollte ja wohl nicht so schwer sein, Sachsen wieder unter unsere Kontrolle zu bringen, ganz. Ein Frauenparlament. Eine kleine Frauengruppe hat eine große Versammlung zum Thema Frauenrechte organisiert. Die Versammlung, an der Männer und Frauen teilnahmen, dauerte 2 Tage. Vorträge und Diskussionen waren am ersten Tag aber ausschließlich Frauen vorbehalten. Am zweiten Tag wurde diskutiert, ob Frauen das Wahlrecht verlangen sollten oder nicht. Nein, sollen sie nicht. Ich gebe ja noch nicht einmal allen Männern das Wahlrecht, da werde ich ja wohl Frauen kein Wahlrecht geben. Die Versammlungsteilnehmer waren zwar nicht hundertprozentig einer Meinung, konnten aber 10 Resolutionen verabschieden. Zusammengefasst wurde darin die Gleichberechtigung der Frauen bezüglich Familie, Ausbildung, Arbeit, Religion und Moral gefordert. Interessant, das würde meine Prestige senken, oder? Das ist eine Problematik, die wir beobachten müssen. Ja, da kriegen wir Prestige, das passt. Bikaner ist bankrott, das ist mir eigentlich relativ egal. Was soll ich mir von diesem Mika-Staat schon holen? Was?
dramatischen Reformen unseres Parteiensystems während der letzten Jahre haben unser Land von einer absoluten Monarchie in eine konstitutionelle Monarchie verwandelt. Ich dachte, das waren wir schon. Der Monarch fungiert nunmehr lediglich als symbolisches Staatsoberhaupt und hat keine Möglichkeit mehr, das Land persönlich zu kontrollieren und über sein Schicksal zu entscheiden. Stattdessen ist er gezwungen, die mildernden Einflüsse des Pluralismus und eingeschränkte Demokratie zu akzeptieren. Lang lebe der König. Naja, gut. Bedeutet das, dass mir... Nein. Puh, Gott sei Dank, ich bin noch immer auf Ernennung. Öffentliche Wahlen eingeführt habe, kann man gar nicht vorstellen. Naja. So. Interessant. Machen wir weiter. Schauen wir mal, ob wir in diesem Let's Play bis ins Jahr 1910 kommen, vielleicht sogar. Wir sollten ein bisschen Gas geben, weil so viel passiert jetzt eh nicht mehr. Also außer es passieren irgendwelche komischen kleinen Kriege oder großen Kriege, wer weiß. Noch mehr Frauenrechte oder wie? Während der letzten paar Jahre hat sich ein kleiner Studienkreis, der sich mehrere Themen widmet, die mit der Agenda der Frauenrechtlerinnen für das Frauenwahlrecht stark themenverwandt sind, in der internationalen Debatte über das Frauenwahlrecht zunehmend einen Namen gemacht. Die österreichisch-ungarische Schule, wie der Studienkreis jetzt genannt wird, hat mehrere Traktate über Philosophie, Politik und Wirtschaft veröffentlicht, die alle in Bezug zur Notlage der Frauen auf der ganzen Welt stehen. Sollen wir uns im Glanz dieses Kleinods von internationalem Ruf? Oder lasst uns diesen Schandfleck. Nein, wir nehmen das Prestige. Wir nehmen immer das Prestige. Nee, ich will das da machen. Jetzt lasse er mich doch. So, ich habe mir gar nicht angeschaut, infrastrukturmäßig bin ich eh perfekt, oder? Ja. Gibt zumindest kein Gebiet, wo ich nicht hundertprozentig Infrastruktur ausgebaut habe. Okay. Die Konservativen sind wieder um einiges schwächer geworden. Liberale und Sozialisten stärker. Wir könnten eigentlich den Leuten in... Hey, minus 1 Militanz. Ein Schuldenkriegsgrund gegen Korea. Nee, das ist so weit weg. Da bräuchte man Schiffe gescheite. Der Remmel ist tot. Nö, Wittelsbach, nö, Geld, auch nicht, Steb. Nein, Rückkehr von Dietrich, no, Rudolf von Hötzendorf, Lothar Stolzer, noch ein Hötzendorf, ein Hohbrug, Morgenthal, nimm mal den, der hat kein Minus, der hat sogar auch kein wirkliches Plus, aber was soll's. Frankreich mag uns echt wieder. Die verbessern die ganze Zeit die Beziehungen zu uns. Könnten wir eigentlich auch wieder machen.
Das können wir auch, was ihr könnt. So, jetzt sind wir mal auf plus 12. Immerhin, das ist schon ein guter Anfang. Schauen wir mal, vielleicht will ja Frankreich wieder ein Bündnis mit mir. Ah, sehr gut. Den indirekten Artilleriebeschuss haben wir. Machen wir die soziale Bestimmung als nächstes. Verstimmung, nicht Bestimmung. Oi, oi, oi. Noch eine Reform machen? Ich weiß nicht. Geheime Wahlen könnte man noch machen. Machen wir noch geheime Wahlen. Ist okay. So, die 9. Armee braucht noch einen Anführer, nachdem wir letztens da unten schon waren. Und gleich darunter hat man. Ach, Ferdinand Göring. Nehmen wir den. Ich finde das genial, welche Namen meine Generäle und diese ganzen Typen von mir haben. Wir nehmen das Bewusstsein von der Sokol-Bewegung. Hey, Treviso ist jetzt auch eine Kernprovinz von mir. Jetzt sind meine ganzen italienischen Provinzen Kernprovinzen. Das bedeutet, sollte uns Italien angreifen, können wir ihnen die Provinzen geben und nachher gleich wieder zurückfordern in deinem neuen Krieg. Ja, wir wollen es nicht unbedingt versuchen. Aber Frankreich könnte schon ein Bündnis mit mir eingehen. Sie werden akzeptieren, machen wir doch glatt. Okay. Sehr gut, perfekt. Dann Frankreich wieder als Bündnispartner. Und wieder Teil von unserem wunderschönen Gebiet. Hey, und wir haben Goldmedaillen nach Hause genommen von den Olympischen Spielen. Österreich hat im Übrigen bei den ersten Olympischen Spielen eine Medaille im Fechten geholt. Wollte ich an dieser Stelle nur mal kurz gesagt haben. So, vergessen Hungerstreik, ja, geht's euch noch gut? Die Liberalen oder die Konservativen können 3 Militants bekommen. Oh, lieber die Konservativen, die sind seltener. Zumindest unter den Wählern. Vielleicht hätten wir doch nicht die Konservativen nehmen sollen, wir hätten die Liberalen wählen sollen. Ich glaube nämlich, die Unterschichten, die nicht wählen dürfen, sind eher konservativ. Gut, und wie ich schon sagte, vergeht das Ganze relativ flott. Na geh. Wir sollten es erneut versuchen auf ein neues.
Gut, wir bauen gerade keine Flotte, glaube ich. Das werden wir jetzt ändern. Dahin. Das machen wir nicht mehr zum Flottenstützpunkt, also zum Flottensammelpunkt. Dann sollten eigentlich alle dort drüber gehen. Gut, ihr könnt noch wieder Truppen bauen. Na, dann tun wir das doch glatt. Hey, Massenwerbung. Das gibt plus 25% Bildung. Ich weiß nicht genau, was Werbung an Bildung bringen soll. Na gut. Die schnelle Alphabetisierung in Industriegesellschaften bildet in Kombination mit Kommunikationstechnologien die Basis für die Entwicklung neuer Bewerbungsmethoden, um für die durch zunehmend bessere Industriesysteme rasch steigende Güterproduktion höhere Produktivität Nachfrage zu erzeugen. Werbefachleute stützen sich auf das bessere Verständnis der menschlichen Zwänge, die im Zusammenhang mit der Umgebung standen. Dabei zogen sie auch aus der Kriegspropaganda ihre Lehren, mit der Staaten versuchten, ihre Bevölkerungen zur Unterstützung der nationalen Ziele in Konflikten zu bewegen. Dies führte zu einer raschen Erweiterung der Verwendung direkter Werbemethoden zur Bekanntmachung neuer Produkte. Die gesteigerte Anziehungskraft etablierter Produkte sowie deren Nachfrage wurde im Verlauf des 20. Jahrhunderts zum festen Bestandteil der Popkultur und schließlich auch auf andere Aspekte des täglichen Lebens Einfluss, einschließlich der Politik. Na gut, soll sein. Wir können jetzt auf jeden Fall, unsere Leute werden jetzt auf jeden Fall noch schneller gescheit. Beziehungsweise halt noch schneller gescheit, sondern sie lernen schneller lesen und schreiben. Wir haben jetzt gerade eine Alphabetisierungsrate von 93,6. Das heißt, viel mehr geht eh nicht mehr. Oh. Wir haben einen Meteoriteneinschlag in Tunguska. Okay. Nein, da will ich nicht rein. Gut. Juhu, wir können Panzer bauen. Das ist gut. Jetzt bauen wir mal schnell Panzerfabriken. Maschinenteile in Dalmatien. Könnten dort in Dalmatien vielleicht. Das produzieren wir hier, das produzieren wir nicht hier. Okay. Was wir bräuchten, sind Autos, Maschinenteile und noch irgendwas, das ich gleich wieder vergessen habe. Gummi, ja, aber Gummi haben wir da nirgends. Schlesien, nein. Preußen auch nicht. Slawonien, Slowakei vielleicht. Naja, nein. Slowenien auch nicht. Südtirol nicht. Tirol. Brauchen wir eigentlich irgendwo auch Autos?
Wir könnten Transdanubien nehmen und noch andere Fabriken dazu bauen. Besser ist natürlich, wenn wir schon welche dort stehen hätten. Wo bauen wir eine Panzerfabrik? Da wäre schön, wir haben Stahl. Na, die Artillerie brauchen wir eigentlich nicht. Was ist das? Beton, die könnten wir, wenn es ist, auch abdrehen. Nein, nicht nach Westgalizien. Da noch eher nach Österreich. Mal Galz rauf, Alfeld, nö. Böhmen, Böhmen wäre auch schön. Aber die sind so weit verbreitet. Die Industriezweige, dass ich da überhaupt nichts schließen lassen möchte. Gleich einmal schrecklich. Dalmatien haben wir vorhin schon überlegt, oder? Jetzt wurscht, bauen wir halt eine Fabrik hin für die. Bauen wir auch eine Maschinenteilefabrik dazu, oder? Was auch cool ist. Eine Elektroteilefabrik. So eine Fabrik rein. Na gut. Jetzt, wo die Panzer haben, können wir eigentlich für heute aufhören. Ich werde dann nachher noch ein paar Kleinigkeiten machen. Bis zum nächsten Mal. Also zum Beispiel meine Truppen bauen. Panzer werde ich jetzt noch keine versuchen zu bauen, weil die müsste ich einkaufen aus dem Ausland und ich bin mir nicht sicher, ob es die überhaupt schon irgendjemand produziert. Kann durchaus sein, dass wir überhaupt die ersten sind, die das produzieren. Wo haben wir denn die Panzer da? Geschützerproduktion. Angebot 1, Nachfrage 1. Die Top 5 Produzenten gibt es nicht. Habe ich befürchtet. Das heißt, wir müssen sowieso warten, bis unsere Fabriken fertig sind, unsere Geschützfabriken. Dann können wir vielleicht auch Panzer bauen. Na gut. Also bis dahin wünsche ich euch alles Gute, schlaft gut und träumt was Schönes. Und ich gehe jetzt, glaube ich, auch ins Bett. Bis dann. Tschüssi.